Auch Sulzbacher Premium-Pilz, davon an der Theke. Mein armer Junge, ich glaube, ist hier Telor weit verbreitet einzige Kind. Doch ich kann nicht alleine außerhalb der Stadt zum Spielen schicken. Da wimmelt es von Monstern. Das ist so ein bisschen wie die Suffnasen da oben, die sich immer Glühwein reingekippt haben und dann durchs Eis gelaufen sind. Und hier gibt's halt, Sulzbacher Premium-Pilz. So. Wäh, ist das mal wieder öde. Ich glaube, ich bin in der Stadt das einzige Kind. Wäh. Ah, pennen wir bei dir im Bett. Haben wir wenigstens zwei Betten für vier Mann. Sonst pennen sie ja lieber mit vier Mann in einem Bett. Zwei Frauen, zwei Kerle. Naja, gut, okay. Ich möchte das nicht hinterfragen, aber so, ich denke, du solltest dieses Spiel vielleicht nicht ab. Ja, ohne Altersbegrenzung freigeben. Halt mich nicht für verrückt. Aber manchmal, das habe ich doch noch schon gehört. Da unten ist noch ein Ausgang, ne? Ah, nee, Moment, da ist ja noch eine Klippe, die habe ich gar nicht gesehen. Ach Gott. Naja. Was ist hier? Was war das? Familie Schnall. Was denn los? Die Familie heißt Schnall und da ist noch ein Kerl. Ich habe jetzt die geile Schnalle erwartet. Ah, na klasse. Okay, hallo. Irgendwas an dieser Stadt kommt mir sehr verdächtig vor. Ich komme bloß nicht drauf, was. Ha. Was könnte dir hier verdächtig vorkommen? Vielleicht das Design ist etwas. Naja, einfarbig gehalten. Hier ist ein Mensch. Mann, ich war eben bei Orsino. Er hat gesagt, mich erwartet schon in Zukunft großes Glück, gefolgt noch größerem Unglück. Ich freue mich, aber irgendwie ist mir auch unwohl. Ah, dieser komische Kerl natürlich, ne? Wollen wir schon? Kaya! Da fällt mir zu nichts ein. Okay, ja. Ich bin froh, dass ich hier lebe. Wenn ich mir vorstelle, Königreich Kretos zu wohnen, den Krummel würde ich nicht aushalten. Okay, ja? Oh Mann. Gut, oben ist nichts mehr. Doch, da oben ist noch was. Oh, da ist eine Stadt in Dorf und bla. Also ein Haus da eingelassen. Wunderbar. Shop. Hallo, da warst du hinter. Am liebsten würde ich hier wegziehen. Telor ist wahrscheinlich die langweiligste Stadt der Welt. Ja, nö, gehört eigentlich. Und dann ist auch nicht mehr los. Also erstmal Rüstung. Hallo. Hallo. Na? Was darf's sein? Was kaufen? Okay. 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 So, Eisenhelm bringt plus 24. Toll, ich habe jetzt extra Metallhelme gekauft. Plus 24, das ist schon mal ziemlich heftig. Preis-Leistungs-Verhältnismäßig sehr, sehr gut. Wobei dieser Eisenpanzer ist sogar noch ein bisschen ticken besser. Okay. Egal, kriegen wir eh beides gekauft. So. Und jetzt rüsten wir uns mal erstmal unsere Kollegen aus hier. Layla, du kriegst einen Eisenhelm und einen Eisenpanzer. Zai, du kriegst einen Eisenhelm. Du kriegst einen Eisenhelm und einen Eisenpanzer. Fea, du kriegst einen Eisenhelm und einen Eisenpanzer. Tapio, du bekriegst einen Eisenhelm und einen Eisenpanzer. Okay. Was darf's sein? Verkaufen. Ja, du kriegst einen Holzpanzer. Ja, du kriegst einen Holzpanzer. Ja, du kriegst einen Holzpanzer. Ja, du kriegst eine Holzrüstung. Ja, du kriegst einen Metallhelm. Ja, aber ich kann auch alle verkaufen. Okay, bin doof. Ja, alles verkauft, was wir haben. Schön. Was können wir noch kaufen? Für 2 plus 10? Naja, dafür ganz schön teuer. Hat irgendwas Spezielles? Eisenschild zum Schutz. No, aber da es nichts anderes gibt, kaufen wir ihm das trotzdem nicht, weil es gibt vielleicht noch Waffen. Das ist zu teuer für die plus 10. Hallo, was darf sein? Kaufen. Metallklinge. Wow, plus 28. Und Hartlederpeitsche. Okay. Ich weiß, wie du drauf bist, Mädchen. Naja, gut. Dann wollen wir doch mal ausrüsten. Metallklinge. Wow, aber schon ziemlich heftig eigentlich. Und fair. Hartlederpeitsche. Schön. Na, dann wollen wir vielleicht doch noch was kaufen. Gut. Kurzschwert. Tschüss. Mauerungsstern? Tschüss. Kaufen? Was waren das jetzt noch? Eisenschild. Naja. Gut, alles gekauft. Hätte ich mal gar keinen Kopf machen müssen, hat alles gereicht. Zwei. Eisenschild. Okay. Ah, so gut. Jetzt bin ich ausgerüstet. Jetzt fühle ich mich doch um einiges wohler und traue mich jetzt auch vielleicht wieder in den Vulkan zu gehen. Weil das war vorher ein bisschen fail. Okay, da ist ein Eingang. Zu was auch immer. Vielleicht irgendwie ist das optional, ich bin mir nicht sicher. Guru Orosino. Ja, da wollen wir nochmal rein, herausfinden, was das für ein Kollege ist. Schönes, Haus. Ja, gut.
Naja, er ist in die Metallwand eingelassen. Hallo Merlin! Oh, er sieht aus wie Merlin, wie lustig. Er fragt Punkt, Punkt und sie Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr Punkt, Punkt, Punkt. Hallo Punkt. Wohnen Sie in der Höhle? Fragezeichen? Haha, ganz recht. Man nennt mich Orosino. Entschuldigung. Nennt mich Orosino. Ich bin ein Guru. Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung. Das Husten meine ich. Ein Guru? Ja, also etwas wie ein Wahrsager. Das wüsstet ihr nicht? Ich dachte, ihr seid hier, weil ihr euch was weiß sagen soll. Was ich was weiß sagen soll. Nö, passt schon. Ey, warum hat er noch weitergemacht? Ich wusste, dass ihr deswegen gekommen seid. Ho, ihr könnt das aber lesen. Ich kann euch helfen, Geheimnisse auf der Spur zu kommen. Auf die Spur zu kommen. Wenn ihr etwas wollt, es kostet nur 500 Cent pro Weissagung. Wir werden es uns überlegen. Also entweder ist das so mein Hintman oder so. Weil das ist ganz teuer. Also 500 Cent? Die ist sogar übrig. Aber ich kann ihn ja voll ausnutzen. Ich bin ja voll die asoziale Sau. Ich habe ja 500 Cent. Ich mache einfach mal speichern. Lass mir was weiß sagen. Und wenn es nicht storyrelevant ist, dann. Oh, was höre ich zu mir? Kostet nur 500 Cent. Na los. Nun gut, dann wollen wir gleich mal beginnen. Stimmung bitte. Schon viel besser. Licht ein bisschen anders, okay? Da hinten sieht's aus, als. Nee, doch nicht. Ihr seid Abenteurer, sehe ich das richtig? Dann werde ich für euch etwas prophezeien, was euch garantiert von Nutzen sein wird. Ich sehe etwas, ja, einen seltenen Gegenstand. Ach, ich schwitze schon, wenn ich nur an diesen Ort denke. Überall Feuer und Lava. Ist der Fluss erstmal unterbrochen, könnte man meinen, es reicht einfach hindurchzuschreiten. Doch was ist da? Da unter dem Schutt? Macht dann 500 Zenny. Okay. Kollege, tut mir leid, da muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe nämlich voll gespeichert. Tja, den kann ich außen tricksen, den Kerl. Tja, 500 Zenny, nö. Das ist mir zu teuer. Okay, das ist auch wieder eine Story. Schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Wer ist Victor gewesen? Okay. Also hier scheint sich die Story irgendwie. Fea, schieb du mal wieder ein bisschen was durch die Gegend. Schieb. Schieb. Oh Gott. Muss man das jedes Mal ausrüsten und dann drücken? Okay. Na los. Ah, okay, doch, ich hab's eine ganze Zeit lang. Wer seid ihr? Hey, wer seid ihr? Ja, aber ich dich doch gerade gefragt. Und was treibt ihr hier? Wir gucken ein bisschen rum. Nun, wir sind nun rein zufällig hier. Was ist denn hier los? Sehr verdächtig. Gehört ihr zu denen? Wenn ja, dann macht euch auch was gefasst. Ich hab doch schon gesagt, dass wir bloß zufällig hier sind. Sirena. Sirena hab ich auch schon mal gehört. Vater, Sie sehen so nicht so aus, als würden Sie Vala und Ihren Gefolgsleuten gehören. Oh, meine Fresse, jetzt gibt's wieder neue Leute. Naja, hast recht, mein Kind. Bitte, entschuldigt die Missgunst meines Vaters. Er meint es nicht so. Würde uns nun mal jemand aufklären? Nein. Nun, lasst gut sein, Kind. Ich werde es Ihnen erklären. Lasst mich zunächst einmal vorstellen. Ich bin Viktor. Und ich bin oberster Anführer eines Söldnertrupps, der hauptsächlich auf dem östlichen Kontinenten arbeitet. Und das ist meine Tochter Serena. Freut mich, euch kennenzulernen. Hallo. Ihr kommt vom östlichen Kontinenten? Was macht ihr denn hier im Telor? Es ist so, wir verfolgen schon seit längerem eine Bande von Verbrechern, die stets Missetaten planen und ausführen. Ich konnte sie bis heute nicht festnehmen, da es verdammt schwer ist, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Doch durch meine Tochter Serena konnte ich den Fahrern bringen, welches Verbrechen sie als nächstes planen. Das darf ihnen einfach nicht gelingen. Es wäre eine absolute Katastrophe. Deswegen sind wir hier ihnen bis hierher gefolgt, damit ich sie um jeden Preis aufhalten kann. Was genau haben diese Verbrecher vor? Sie wollen den Teufel Angamir beschwören und zu seiner Zusammenarbeit überreden. Zu einer Zusammenarbeit überreden. Tja, wie töricht kann man sein? Sie wollen einen Dämon beschwören? Teufel, mein Kind, kein Dämon. Dämonen verfolgen von Grund aus andere Pläne als Teufel. Teufel sind absolut nicht wie Dämonen. Aha, Teufel leben im tiefsten Abgrund der Hölle
und sind nicht dazu in der Lage, unsere Welt aus eigener Kraft zu betreten. Zudem ist keiner von ihnen an der Oberwelt interessiert. Keiner bis auf Aya. Okay. Der Teufel namens Angamir ist ein Wesen, über das viele Sagen berichten. Es ist durchtrieben bis aufs Blut. Vor vielen Jahren wurde er schon einmal beschworen. Damals endete es in einer Katastrophe. Wenn er schon mal beschworen wurde, dann sollte es doch möglich sein, ihn erneut zu bannen. Um einen Teufel zu bannen, muss man ihn diesseits töten. Erst dann kehrt er in seine Welt zurück. Doch jeder weiß, dass Teufel weder durch physische noch durch magische Angriffe verletzt werden können. Nirgendwo steht mehr geschrieben. Mehr dazu geschrieben. Deswegen dürfen wir gar nicht erst zu seiner Beschwörung kommen lassen. Also wir wissen nicht, wie wir ihn töten können. Schön. Wird doch schön nicht dazu kommen, denn er wird ein unser Gegner sein bestimmt. Doch wie ihr seht, haben sie bereits vorgesorgt, dass ihnen niemand in die Quere kommt. Vala weiß ganz genau, dass wir ihnen auf den Fersen sind. Nun tun sie alles, um daran zu hindern, weiter fortzuschreiten. Wenn es stimmt, was ihr gesagt habt, dann müssen wir sie unbedingt aufhalten. Lasst uns euch helfen. Macht dich nicht lächerlich, ihr seid bloß Kinder. Ich war schon dagegen, dass Serena mitkommt. Sie ist eine geniale Spionin, aber dieser Auftrag ist einfach viel zu gefährlich. Wenn es auch der Fahrt gut, könnte es sogar sein, dass wir mit Angamir persönlich zu tun bekommen. Sei nicht so stur, Vater. Was würdest du tun, wenn dieser Fall eintrifft? Du hast selbst gesagt, dass weder magische noch physische Attacken etwas ausrichten können. Er wurde schon mal gebannt. Er wird also irgendeine Möglichkeit geben, ihn zu schlagen. Kennst du diese Möglichkeit? Punkt. Punkt, Punkt. Vater? Natürlich kenne ich sie nicht. Es gibt keine Schriften, keine Sage, die erklärt, wie man einen Teufel tötet. Dann lass sie uns helfen. Wir können doch jede Hilfe brauchen. Außerdem sehen sie so aus, als hätten sie bereits Kampferfahrung. Bestimmt können wir ihn erneut bannen, wenn alle zusammenarbeiten. Aber wisst ihr überhaupt von Magie sozusagen? Hoffen wir einmal, dass es nicht zu einer Beschwörung kommt. Uns wäre sicher schon sehr geholfen, wenn ihr uns die Hindernisse aus dem Weg räumt, die wir selbst nicht beseitigen können. Wie es dann weitergeht, sehen wir dann. Danke für euer Vertrauen. Tja, da wird wohl aber nichts mehr kommen. Ausrüstung? Nee, Technik? Ich denke mal nicht, dass wir mit dieser Attacke hier was machen können. Das wird wohl die nächste Force erst bringen. Ah, gut, okay, das scheint eine Nebenquest zu sein. Vala, Angamir, damit kommt ihr nicht durch. Es muss einen Weg geben, sie aufzuhalten. Okay, zurzeit können wir hier wohl nichts tun. Och nö. Wieso lässt du das Ding nicht weg? Ist doch Blödsinn. So, weg, 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 weg. So. Gut. Naja. Oh, wir sind aber voll lange jetzt gerade. Naja, geht so. Ah doch, aber die Zeit ist in Ordnung. Ich hab mich nur doof angestellt, weil ich einfach oben gedrückt habe und nicht gedrückt habe. Mach was. Wir sind jetzt aber unheimlich stark, was ich total geil finde. Und haben jetzt eine richtig geile Rüstung und bessere Waffen und sind insgesamt jetzt total die Helden. Deswegen werde ich jetzt wieder in den Vulkan zurückgehen und mal gucken, ob wir jetzt die Hell Scorpions da töten können. Hallo, Leute! Genau. Also, ich bin wieder da. Und wir gehen jetzt in den Vulkan. Wir gehen hinein in unsere Höhle. Und dort finden wir wieder Gegner. Okay, gucken wir doch mal, wie wir uns jetzt anstellen. Ja, stärker sind wir ja auch mit den normalen Waffen schon. Also probieren wir mal, gucken wir mal, ob wir ihn zu viert eigentlich töten können. Na gut, mit Critical sowieso. Ja, und tot. Na? Ja, wenn Feuermonster immer roter werden, dann sieht das echt ziemlich haarig aus. Ja gut, Paralyse finde ich jetzt nicht schlimm. Hat sogar noch gemisst, also wurscht. Und bumsch. Gut. Tja, schön. Guckt euch das an. Das nicht gefährlich aus. Ich habe es letztes Mal nicht mal probiert, da durchzugehen. Ich einfach Angst hatte, aber ich